Es war einmal Märchen, die im ganzen Land gesammelt wurden. Die Gebrüder Grimm erfanden sie nicht selbst, sondern trugen einst nur zusammen, welche Märchen das Volk in den Dörfern erzählte. Wir alle kennen sie aus Büchern, doch Grimms Märchen kann man auch live bestaunen. Im Märchenwald Bad Breisig zwischen Andernach und Bad Neuenahr-Ahrweiler. Hänsel und Gretel, als ich das zuletzt gesehen habe, das ist fast 30, also das ist sehr lange her. Eine kleine Reise durch die Helden der eigenen Kindheit. Hallo Großmutter, hallo Großmutter. Oh, Großmutter, hast du welche große Ohren? Wie kam es einst dazu, dass ein Park mit den Geschichten der Grimm-Brüder in Bad Breisig entstand? 1934, man nannte damals den schwarzen Jupp, der kam auf die Idee, hatte irgendwo mal einen Märchenwald gesehen mit seinen Kindern und hat dann gesagt, ich habe so ein tolles Waldstück, das könnte ich doch bei uns auch aufbauen und produzieren. Also 1934 war ja, wie gesagt, die Leute hatten ja nicht viel und da waren die Arbeitslöhne eben auch sehr gering. Da konnte man das so mit seinen eigenen Mitteln aufbauen. Der Sohn des Schwarzen Jupp übernahm den Park und starb früh. 15 Jahre lang lag der Märchenwald dann brach. Heinz Pinn kommt aus der Immobilienbranche und stieß durch Zufall auf das Objekt. Nachdem der Berg so lange zugewuchert war, musste man den Wald fast von Grund auf neu anlegen. Da sind schon Künstler dran gewesen, die das gemacht haben. Ne? Also wir haben das vorgegeben, zum Beispiel Konrad Beikescher hat die Stimme gegeben bei vielen Märchen. Konrad Beikescher ist ja ein Begriff und es ist damals mit dem Radio Bonn-Rhein-Sieg gemacht worden. Und die haben das dann im Tonstudio, haben die diese Märchenszenen dann produziert. Ja. Dornröschen schläft und Kinder, wisst ihr auch warum? Röschen war neugierig, was es im Schloss alles zu sehen gab. Abends zum Einschlafen noch ein Märchen. Wir kennen es aus der Kindheit und haben selber in Bilderbüchern geblättert, in denen Frau Holle den Schnee aus ihren Kopfkissen geklopft hat. Wir haben sogar daran geglaubt. Doch ist diese Zeit heute nicht längst vorbei. Die Kinder verändern sich natürlich im Laufe der Jahrzehnte. In den letzten Jahren kamen ja Smartphones und Computer dazu. Merken Sie das den Kindergenerationen auch an? Es gibt viele Kinder, die gleich mit dem Smartphone hier bei mir reinkommen. Aber es gibt natürlich auch Kinder, die in so einem bestimmten Alter sind, die dann noch aufnahmefähig sind für diese Wünsche, Träume, alles, was so mit Prinzessin und Prinz und all diesen Dingen zusammenhängt. Die sind schon sehr, sehr davon benommen und kommen hier an und dann strahlen die Augen. Und das gefällt mir halt. Das ist das, wovon ich immer wieder zehre und lebe und wo ich dann versuche, das auch zu erhalten. Ja. Du bist weit über viele Länder hinaus bekannt für deine Zauberkünste. Ein Märchenpark. Hier verbringt man gerne mal 2 Stunden am Sonntagnachmittag mit den ganz Kleinen. Und die Erwachsenen gehen halt mit. Oder stecken gerade für die Erwachsenen wertvolle Botschaften in den alten Märchen. Es sind ja Lebensweisheiten. Grimm hat das ja nicht irgendwo aus der Luft gegriffen, sondern hat ja viele, viele Erzählungen notiert und aufgeschrieben und dann wurde es dann eben zuerst einmal, wurde es ja für Erwachsene geschrieben. Es wurde ja gar nicht für Kinder geschrieben. Es waren ja relativ grausame Szenen darin und dann nachher ist das angepasst worden. Aber Erwachsene haben eben die Möglichkeit, sich einiges mitzunehmen und eben auf sich als Person zu beziehen. Ja? Das heißt also, man kann, wenn man hier durch den Märchenwald geht, noch eigentlich was dazulernen. Ja, und jeder sieht das wahrscheinlich auch mit anderen Augen, ob ich Kind bin oder Erwachsener. Jeder sieht es mit anderen Augen. Viele fragen dann, wie ist die Auflösung, wie geht es? Aber jeder für sich selber beantwortet das letztendlich.
Märchen gelten als deutsches Kulturgut. Auch im Ausland kennt man die typischen deutschen Märchen. 2009 bestätigte sogar das Bildungsministerium von Rheinland-Pfalz, dass der Märchenwald Bad Breisig mit seinem Lehrpfad für Erwachsene auf interessante Art und Weise literarisch-kulturelles Erbe vermittle. Sei es Schneewittchen, Aschenputtel oder das tapfere Schneiderlein. Haben Sie denn eigentlich selbst ein Lieblingsmärchen? Ich liebe alle. Ich liebe alle Märchen. Ich habe natürlich auch ein Lieblingsmärchen, wo ich sage, der gestiefelte Kater ist mir sehr sympathisch. Und ich hätte mir in meinem Leben eigentlich immer so einen kleinen Kater gewünscht. Auf der Internetseite der Stadt Bad Breisig wird der Märchenwald vergessen. Dabei gibt es hier die letzten Zeugen der Geschichten, ja der Märchen zu sehen. Kindheitserinnerungen. Ich werde versuchen, es so lange zu erhalten, wie es mich gibt. Und wie es dann aussehen wird, sehr wahrscheinlich wird dann die Tür zu sein.